Gertraud Fußeder, die Kräuterexpertin aus Gankofen. Sie stellt alles Mögliche aus Kräutern her. Ich schätze sehr an die Wildkräuter, weil sie erstens mal lokal sind, heimisch, direkt vor der Haustür. Wir haben es frisch, immer in der Ernte. Ich verwende es in der Küche, in der natürlichen Hausapotheke und für meine eigene Naturkosmetik. Heute zeigt sie uns, wie man ein Erkältungsmittel selber macht. Der Brustbalsam ist ein toller Erkältungsbalsam, weil die ätherischen Öle und die Harze, die gelten als entzündungshemmend, schleimlösend und machen die Atemwege frei. Dafür braucht man Fichten-, Tannen- und Kiefernadeln, Rapsöl, Bienenwachspastillen, Kakaobutter und wer mag, ein paar Tropfen ätherische Öle. Zuerst eine Handvoll Waldnadeln zerkleinern. 150 Milliliter Öl dazugeben und im Wasserbad mehrere Stunden warm ziehen und anschließend über Nacht abkühlen lassen. Am nächsten Tag nochmal im Wasserbad erwärmen und das warme Öl filtern. Dann Bienenwachs und Kakaobutter ins gefilterte Öl geben und im Wasserbad erwärmen. Ist alles geschmolzen, kann man nach Belieben ein paar Tropfen ätherische Öle dazugeben und die Flüssigkeit schließlich abfüllen. Das Ganze offen aushärten lassen und fertig ist die Salbe. So schaut der fertige Brustbalsam aus, wenn er offen ausgehärtet ist. Und man kann jetzt mehrmals täglich mit so einem Spatelchen eine kleine Menge rausnehmen und direkt hier auf die Brust auftragen oder auch ein bisschen unter die Nase. Und wem das zu aufwendig ist, für den gibt es auch einen einfacheren Tipp. Was man natürlich immer machen kann, ist Tee trinken. Bewährte Hustenkräuter sind zum Beispiel der Spitzwegerich, der Thymian, Salbeiblätter oder auch hier die wilde Malve. Da nach Belieben Tee mischen und mehrmals täglich trinken. Also, es müssen vielleicht nicht immer Medikamente sein. Manchmal tut's hoffentlich auch ein selbstgemachtes Hausmittel, das dazu auch noch gut riecht.